Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 24. Juni 2019. Die alten Mayas, und das war eine Hochkultur, sie haben einen ganz präzisen Kalendersystem ausgearbeitet. Sie lebten im Einklang mit der Natur und im Einklang von kosmischen Einflüssen. Leider ein Teil wurde zerstört durch die Inquisition, aber ein Teil ist noch erhalten geblieben und das möchte ich näher bringen. In Maya-Kalender sind es 20 Wellen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Die Zahl 13 und die Zahl 20 war die heilige Zahl der Mayas. Und diesen 13 Tagen könnt ihr so vorstellen, wie in unserem Kalendersystem die 7-Tage-Woche. Heute beginnt eine neue Welle, nämlich die 16. Welle und dauert bis 6. Juli 2019. Diese Wellen bedeuten Schwingungen, Frequenzen. Der heutige Tag ist der erste Tag dieser 16. Wellen. Hier herrscht Kip. Kip bedeutet übersetzt Eule. Diese Welle herrscht jetzt diese Zeichen. Und das ist die Welle des Wissens und die Welle des Verzeihens. Regiert von Eule, verbunden mit der Fähigkeit im Dunkeln zum Sehen und dort Weisheit zu erlangen. In die Tiefe schauen, alter Schmerz loslassen und bedeutet auch Befreiung und inneren Wachstum. Die Zahl 1 bedeutet Neubeginn, die erste Schritt wagen und auch die Quelle. Wichtig ist bei dieser Zahl auch unserem Selbstwertgefühl, unserem Selbstliebe, unserem Selbstdarstellung. Und das war die Botschaft aus diesem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.